Grüße, Servus, Leute. Ich mach schon wieder komische Bewegungen mit meinen Händen. Hi, wie geht's euch? Not sure. Hi, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Zutzler. Ihr seht schon, was hier alles auf dem Tisch liegt. Ihr habt den Titel schon gelesen. Heute werde ich euch mein Motovlog-Setup zeigen. Das passt nämlich ganz gut, weil das hier ist mein alter Helm. Wie man sehen kann, kleben mir noch ein paar Dildo-Reste. Ich hatte einen Sturz mit dem Helm, deswegen habe ich sowieso einen neuen Helm gebraucht. Ja, ich werde euch jetzt zeigen, wie ich quasi mein Helm-Setup aufgebaut habe. An sich ist es eigentlich gar nicht so schwer, es ist ganz simpel. Alles, was wir dazu brauchen, ist ein Helm. Ich habe hier den AGV Veloce S. Dann gutes Visier, das braucht ihr eigentlich nicht, das mache ich halt nur so drauf für mich. Das Wichtigste ist eigentlich hier diese kleine Schachtel. Das ist so ein Helm-Setup von GoPro direkt. Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung, dass ihr da auf dem aktuellen Stand seid der Dinge. Eine GoPro braucht ihr, ich filme gerade mit dieser GoPro. Was braucht ihr noch? Hier diesen Adapter fürs Mikrofon. Ein Mikrofon, das habe ich noch hier drin, das werde ich dann ausbauen. Also heute erwartet euch ein Helm-Setup-Tutorial. Sowas habe ich noch nie gemacht, bin mal gespannt, wie das hier wird. Ich reiße das mal einfach hier auf. Verpackung kann weg. So, was haben wir jetzt alles hier in diesem Pack drin? Einmal Klebepads, zwei Stück. Dann haben wir das Teil und nochmal so ein Ding, um die GoPro halt dann dran zu machen. Und das ist eigentlich schon alles. Also das Ding brauchen wir gar nicht. Bräuchte ich, wenn ich zum Beispiel vorne dran mache. Was ich noch dazu sagen muss, Leute, man kann halt die GoPro an den Helm befestigen, wie man will. Also ich mache sie immer an die Seite dran. Hier quasi, also die schaut dann so nach vorne. Es gibt auch Motovlogger, die machen sie hier vorne dran. Man braucht halt quasi immer eine relativ gerade Fläche, damit dieses Klebepad hier hält. Und ich mache das Ganze halt eben ungefähr hier so hin. Okay, Leute, also erster Step. Wir kleben das Klebepad drauf. Ich habe mal jetzt hier meinen alten Helm nebengestellt, damit ich ungefähr weiß, wo ich das Klebepad hinmachen soll. Das müsste ungefähr hier sein. Also ich mache hier diese Folie weg. Na, ciao. Irritiere mich nicht so, ich muss mich konzentrieren. Bisschen festdrücken, das Ding. Oh, das sieht doch wunderschön aus. Nacho ist hier gerade die Verpackung. Ich muss eh sagen, diese Klebepads halten mega, mega gut. Also ich bin mit dem Helm jetzt schon sehr oft sehr schnell gefahren. Also 300 km/h auf der Autobahn. Und ihr wisst ja, was ich alles gemacht habe. Mich hat es auf die Fresse gelegt. Und es hat immer gehalten, das Ding. Also es ist nie irgendwie abgerissen oder so. Also Klebepad ist schon mal drauf, Leute. Das war der erste Step. Was jetzt kommt, ist eigentlich ganz easy. Also wir stecken einfach dieses Teil hier so drauf. Batz. Und jetzt können wir quasi schon die GoPro drauf machen. Ich hole mal kurz eine andere Kamera, damit ihr checkt, was ich damit meine. Hör auf, die ganzen Schachteln hier zu essen. So, Leute, ich habe jetzt hier mal eine andere Kamera geholt, nur damit ihr checkt, was ich meine. Also man steckt es hier einfach so drauf und schraubt dann quasi das Ding einfach dran. Perfekt, Leute. Und schon habt ihr ein Motovlog-Setup. Das kann man halt dann quasi nochmal hier verstellen, also an dem Ding. Und an dem Ding könnt ihr es halt nach vorne und nach hinten verstellen, also so wie ihr es halt haben wollt. So weit, so gut, Leute. Wir sind auf einem guten Weg, dass ihr auch mit Motovlogs durchstarten könnt. Digga, wir sind eigentlich fast schon fertig. Also jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Mikrofon. Das ist auch der trickieste Part an dem ganzen Zeug. Ich zeig's euch mal bei meinem alten Helm. Also das Mikro steckt quasi hier so an der Seite drin. Ich hoffe, man kann das sehen. Und es geht dann quasi von hier, also hinter der Kamera, geht es dann quasi in den Helm rein. Dazu müssen wir diese Dinge hier gleich rausnehmen und das dann so zusammengewickelt. Und hier oben kommt es dann halt eben wieder raus, dass man einen tollen Ton hinbekommt. Ich würde sagen, ich mache es bei dem Helm hier raus und dann zeige ich euch, wie ich es bei dem Helm reinmache. So, also ich habe das Mikrofon rausgebaut. Hier seht ihr es. Ich habe das hier mit so Klebeband zusammengerollt und halt festgeklebt, weil es sonst zu lang gewesen wäre und es dann quasi im Helm einfach so rumflattert. Genau, jetzt wird es ein bisschen tricky, aber Leute, ich verspreche euch, wir kriegen das alle zusammen hin, okay? Wir werden jetzt bei diesem Helm auf dieser Seite dieses Innenfutter quasi rausnehmen. Und dazu, das ist natürlich auch bei jedem Helm anders, ich kann es nur bei dem Helm zeigen, aber es ist im Prinzip immer gleich. Dazu steckt man diese Knöpfe hier drin, das seht ihr safe nicht, wenn ich es euch zeige. Es gibt so Knöpfe, die sind einfach zusammengesteckt, die steckt man quasi ab. Und jetzt kann man das eigentlich schon rausziehen. Ja, seht ihr es? Mashallah. So, ich nehme es mal jetzt hier so halb raus. Also ich habe jetzt quasi nur die Seite abgesteckt, weil hier halt die GoPro ist. Und das Kabel geht dann quasi hier rein. Dann ist hier so eine Aussparung, das hat eigentlich fast jeder Helm. Da kommt dann dieses Zusammengebundene rein. Also ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Digga, die Katzen haben gerade richtig Spaß mit den ganzen Kartons hier. Also das Ende hier mit dem Stecker bleibt draußen,
Das Ding lege ich in diese Aussparung rein. Das passt da perfekt rein. Und ja, das Mikro muss halt vor zum Visier. Okay, Leute, ich muss zugeben, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, aber ich habe es hinbekommen. Also, hier seht ihr jetzt, dass das Mikrofon quasi hier von der Seite, von unten rauskommt. Das kann ich dann hier einfach so reinstecken. Das passt dann perfekt. Und ja, hier unten kommt halt das Kabel raus, was man dann quasi in die GoPro ansteckt. Nur so als kleiner Hinweis, wenn ihr eine GoPro habt, eine neuere GoPro, also ich habe jetzt glaube ich die GoPro Hero 7 müsste das sein, dann braucht ihr halt so einen Adapter, wo ihr quasi hier das Mikrofon reinsteckt und das Teil kommt in die GoPro rein. So, ich werde jetzt noch mein Visier auf den Helm draufklatschen, dann ist das Setup perfekt. Ja, dann war es das eigentlich auch schon mit dem Helm-Setup-Tutorial. Und schon haben wir ein fertiges Motolog-Setup. Also nochmal, damit ihr es gut seht, hier ist die Kamera befestigt, das Mikro hinten dran, geht in den Helm rein und kommt dann quasi hier raus auf der Seite. Und ich stecke das dann immer so zwischen Helm und diesem Futter. Dann bin ich auch schon ready, um ein paar Leute anzuschreien. Also, Freunde, ihr seid jetzt alle auf dem besten Wege, ein erfolgreicher Moto-Vlogger zu werden, falls ihr das jemals vorhattet. Wie gesagt, alles ist verlinkt in der Videobeschreibung, was ihr dazu braucht. Und dann würde ich sagen, dass wir uns einfach beim nächsten Video wiedersehen, Leute. Hab euch lieb, bis zum nächsten Video. Heide Ackermann und Peace.